Mein Name ist Fister und eines Tages werde ich die ganze Welt Fister, aber heute schauen wir uns erstmal Spellforce Conquest of Io an und wie ihr oben rechts unschwer erkennen könnt, ist das ein Werbevideo. THQ hat mich angefragt, ob ich nicht dieses Spiel einmal spielen könnte auf dem Kanal und ich habe mir das dann angeguckt und die früheren Spellforce-Teile habe ich sehr gefeiert, vor allen Dingen Spellforce 2. Und ich habe mal in die Kommentare geguckt, das ist jetzt nicht identisch zu den früheren Spellforce-Spielen, sondern das soll so eine Mischung aus Heroes of Might and Magic und XCOM sein, die ich auch beide gespielt habe und die ich sehr gut fand. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, okay, das ist was, womit ich mich identifizieren kann, das nehme ich mit rein. Das kann ich mal zeigen, spiele das jetzt blind an, ich habe es also vorher noch nie gespielt, wir machen diese Reise gemeinsam. Es ist mir nur wichtig, weil das für mich jetzt halt eine Premiere ist, ja, das ist das erste Placement, sag ich mal, was ich jetzt auf diesem Kanal hier bringe. Und es ist mir extrem wichtig, dass ihr wisst, dass ich nur Sachen hier zeigen werde, mit denen ich mich identifizieren kann. Ja, also ihr werdet hier jetzt keine Hello Kitty, was weiß ich nicht was, Spiele sehen oder irgendwelche Waschmaschinen vorgestellt bekommen, sondern von der Erscheinung her konnte ich mich mit dem Spiel identifizieren, deswegen zeige ich euch das hier heute. Ihr findet den Link zur Steam-Seite unten in der Videobeschreibung. Das ist ein Tracking-Link, ja, um so offen zu sein. Das heißt also, wenn ihr da draufklickt einmal, dann freuen die sich von THQ und ich freue mich auch, weil das wohl irgendwie getrackt wird, mir zugeordnet wird. Auch alles neu für mich. Wir schauen jetzt mal gemeinsam rein. So. Einmal ganz fix, das ist aber alles wunderbar. Wunderbar. Okay. Kriegen wir vielleicht noch eine andere Sprache hin. Wunderbar. Ihr seht, es ist wirklich ein Premierenstart. So. Dann schauen wir mal rein. Das Spiel wird uns jetzt die nächste Stunde begleiten. Und ich bin sehr gespannt, was für Eindrücke uns hier vermittelt werden. Und wir beginnen. Also die Tutorials. Was haben wir denn da für Tutorials? Ah, guck mal an. Hier geht es ja richtig viel. Der Beutler können unterschiedliche Formen annehmen und werden Ach so. Ah, das sind textbasierte Tutorials. Ah, okay. Deswegen, ich dachte, das wären alles hier Tutorial-Missionen. Okay, nee, alles klar. Ich habe mich gewundert, wie gibt es hier 30 Tutorial-Missionen oder so. Nein, nein, also gut. Da schauen wir vielleicht rein, wenn wir Fragen haben. Wir starten jetzt erstmal die Kampagne. Wir können jetzt hier einen Archetypen wählen. Und gucken uns die einfach mal an. Alchemist. Werdet ein Alchemist, ein Meister der destillierten Elemente. Braut Tränke und Elixiere, um eure Soldaten im Kampf zu unterstützen. Magische Kreaturen zu beschwören und die Natur selbst zu beherrschen. Ihr habt im Kampf gerne viele Möglichkeiten, um das Geschehen durch geschickten Einsatz eurer Ressourcen für euch zu entscheiden. Ah, okay. Also so von der Auswahl her identifiziere ich mich erstmal schon mal am meisten mit dem Nekromanten. Ein Künstler, der mit Leben und Tod arbeitet, erntet Seelen von den Leibern der Gefallenen, um eure Horde zu erschaffen und flutet das Land mit euren Dienern. Ihr zieht große Armeen vor, opfert aber ohne Gewissen bis einzelne Einheiten. Ja, damit kann ich mich identifizieren. Auf jeden Fall. So, dann haben wir den Zauberschmied. Werdet ein Zauberschmied, ein Schöpfer magischer Gegenstände. Erschafft Glyphen und Artefakte, um eure Truppen mit einer großen Anzahl an verschiedenen Verbesserungen auszustatten und der Erde selbst ihre Geheimnisse zu entreißen. Ihr zieht Qualität der Quantität vor und verstärkt gerne einzelne Einheiten. Also ich, was haben wir hier noch? Magier nach Maß. Seid wie immer ihr sein wollt, erschafft einen Archetypen nach eurem Geschmack und formt euer eigenes Schicksal. Oh, das ist halt auch geil, ne? Guck mal hier unten. Handwerk Nekromantie, erste Schule tot, zweite Schule tot. Erdmeister, Wächter, Naturverzauberung. Wir können ja mal Magier nach Maß machen. So, da können wir nämlich hier auch Nekromantie nehmen. Ah, okay. Erschafft und versorgt Untote. Ja, wisst ihr was? Wir nehmen den Nekromanten. Ich hätte jetzt hier auch das gleiche gewählt, was hier ausgewählt ist. Okay, ganz kurz nochmal, bevor wir loslegen.
Ich werde mich jetzt nicht hier hinsetzen und sagen, das Spiel ist übel geil. Ich feiere das komplett ab. Ja, wenn es so ist, dann werde ich es tun. Wenn es irgendwas gibt, ne, was mir halt vielleicht nicht so gefällt, dann werde ich das auch offen sagen. Also es ist hier keine gekaufte positive Kritik oder sowas irgendwie. Nur, dass ihr das nochmal wisst. Das würde ich niemals tun. Genau. So, wir schauen uns das mal an. Was haben wir denn hier? Wählt eure Startposition. Okay, Güldenfeld. Da gibt es ja wahrscheinlich viele unschuldige Bauern, die wir in Untote verwandeln können, oder? Dieses friedliche Tal ist die Kornkammer der Hohen Mark. In letzter Zeit hat Ungeziefer die Felder und Getreidespeicher befallen. Herausforderungen sanft. Feinde, Goblins, Banditen und Ungeziefer. Kultivierte Pflanzenwelt. Spärliche Erzvorkommen. Besiedelte zentrale Region. Dann haben wir Alluvian. Eins von Elfen bevölkert, ist von Wäldern und Seen geprägt. Gefährliche Bestien durchstreifen die Wälder, die reich an Wild sind. Und die Fanatiker der neuen Reinheit weiten hier ihren Einflussbereich aus. Okay, mittelreligiöse Fanatiker und Bestien, vielfältige Flora. Ja, ich weiß nicht, vielleicht sollten wir lieber... Guck mal hier, Nebelküste brutal. Orks und Sumpfmonster. Verdorbene Pflanzen und Erze. Gillyshire. Hart. Pass auf, wir nehmen Güldenfeld. Ich habe null Plan, was uns jetzt hier erwartet. Wählt eure Schwierigkeit. Für Spielende, die sich mit dem Spiel vertraut machen wollen, empfohlen für den ersten Durchgang. Ja, guck mal. Wie die Entwickler empfehlen, das Spiel zu spielen. Aber wir nehmen hier Erkunder. Wir sind ganz neu. Diese Wahl kann später im Spiel nicht mehr geändert werden. Stärke der Feinde, schwächere Trupps. Ausgewogen. Okay. Ja, guck mal hier, ne? Also es scheint hier wohl auch so eine Main-Event-Line zu geben. Zeit für Streifzüge. Damit wir ein bisschen erkunden können, glaube ich, ist das ganz gut so. So, jetzt bin ich sehr gespannt, was hier losgeht. Zirkelmagier mögen es nicht, wenn ihr in ihre Domäne eindringt. Okay. Also Domäne, würde ich jetzt mal sagen, ist halt ein Gebiet, ne? Das, was man kontrolliert. Keine Ahnung, was Zirkelmagier sind. Wir werden es erfahren. Als eine Nachricht von eurem Meister euch mitteilte, dass er einen Weg gefunden habe, das Allfeuer zu lenken und euch aufforderte, zu seinem Turm zu kommen, habt ihr rasch euer Gefolge gesammelt und seid aufgebrochen. Der Brief enthielt kaum mehr als diese eilige Notiz und eine kleine Flöte, die meisterlich geschnitzt und mit dem Siegel eures Meisters versehen war. Er schien eine Einmischung durch den Zirkel der Magier zu befürchten, den mächtigsten Zusammenschluss von Magieanwendern auf EU. Sein Turm, der nun vor euch liegt, trägt die Narben einer schrecklichen Schlacht, die hier getobt haben muss. Geht sofort zum Turm. Okay. Willkommen bei Spellforce Conquest of Io, großer Magier. Ihr könnt die Tutorials im Optionsmenü deaktivieren und im Tutorialreiter des Menüs auch erneut ansehen. Okay, das haben wir gerade schon gesehen. Das heißt, die werden hier aber dann nochmal eingeblendet. Das ist gut. Bewegt die Kamera mit WASD. So mit Mausrad rein und raus. Die Kamera kann auch bewegt werden, indem ihr die linke Maustaste gedrückt haltet und die Maus bewegt. Okay. Einheit mit links auswählen. Wenn ihr das wieder abwählen wollt, klickt mit links auf eine beliebige Stelle abseits des ausgewählten Objekts. Okay. Gut, also wir haben hier den Turm des Meisters. Das ist das Teil hier. Hier befindet sich ein Hauptabenteuer. Achso, das ist wegen der goldenen Krone. Ihr werdet es abschließen müssen, um mit der Hauptgeschichte fortzufahren und auf das Spielende hinzuarbeiten. Ihr solltet immer vorrangig versuchen, diese Abenteuer zu bewältigen, um euren Fortschritt voranzutreiben. Ja, ja. Genau. So, dann haben wir hier, das ist wahrscheinlich unser Trupp, ne? Dies ist ein Trupp, ja, Trupps können mehrere Einheiten enthalten, sind aber auf einen Lehrling oder Helden begrenzt. Verwendet Trupps, um die Welt zu erkunden, feindliche Trupps zu bekämpfen und Abenteuer zu bestehen. Okay. Wählt einen Trupp und bewegt den Mauszeiger auf das Hexfeld, wo ihr ihn hinbewegen wollt. Fahrt, jede Einheit verfügt über... Das ist also schon alles Standard hier, also das kennt man schon, ne? Gut, also wir wollen jetzt zu diesem Turm. Was haben wir hier? Mana-Versteck. Wollen wir erstmal dahin gehen vielleicht?
Beutelager können unterschiedliche Formen annehmen und werden eingesammelt. Okay, also hier müssen wir einfach nur da drüber gehen. Das heißt, dann müsste das jetzt... Okay, nee. Wir müssen wirklich drauf, okay. Die Leichen und der Schutt, die von dem Kampf in der großen Halle im Turm eures Meisters künden, erfüllen euch mit Trauer um ihn. Instinktiv wandern eure Hände zu der Flöte, die er euch mit seinem Brief geschickt hat. Ihr tastet die feinen Schnitzereien mit euren Fingern ab und Erinnerungen an eure Zeit hier fluten euren Geist. Plötzlich beginnt die Flöte zu summen und zu vibrieren und ein leiser Klang erhebt sich von ihr. Untersucht die Flöte. Der Klang verwandelt sich zu einer Flötenmelodie und zugleich beginnen langsam Schattenbilder in der Halle zu erscheinen. Die Gestalten nehmen Form an, werden greifbarer und bilden schließlich zwei Gruppen, die sich mit gezogenen Waffen gegenüberstehen. Ihr seht, dass euer Meister eine der beiden Gruppen anführt. Dies muss die Schlacht um den Turm sein. Erlebt die Schlacht nach. Kampftutorial. Das machen wir mal. Also wir haben jetzt quasi einen Rückblick zu dem, was da schon passiert ist. Ne? Kämpfe werden einen Hauptanteil auf eurem Weg zum Sieg ausmachen. Sie werden in abwechselnden Zügen ausgetragen und enden, wenn eine Seite besiegt wurde. Verteidigung der Armee fängt an. Eieiei. Das für Viecher. Okay, also wir sehen ja auch, hier haben wir Hexfelder, ne? Das ist rundenbasiert. Alter, was ist denn das für ein Viech? Jetzt seid ihr dran. Wählt einzelne Einheiten aus und gebt ihnen Befehle. Sobald alle gehandelt haben, beendet ihr euren Zug. Jede Einheit verfügt über drei Aktionen, die sie pro Zug nutzen können. Ihr könnt alle davon für Angriffe einsetzen, damit Fähigkeiten ausführen oder bis zu zwei davon pro Zug in Bewegung investieren. Okay. Was haben wir denn hier eigentlich? Das sind Phantomkrieger. Ein Eisgolem ist ein Elementarwesen, gut in Verteidigung und kann sich den meisten feindlichen Attacken entgegenstellen. Anstatt mit ihm anzugreifen, solltet ihr ihn verteidigen lassen, damit er im Zug des Gegners sogar noch weniger Schaden nimmt. Seine Fähigkeit Kälteeinbruch kann eingesetzt werden, um Feinde in einem Umkreis um den Golem zu verletzen und zu schwächen. Ist aber nicht sehr effektiv gegen Dämonen. Okay, what the hell? Also whatever, also... Steht das hier auch mit dabei, dass das nicht effektiv gegen den Dämon ist? Beendet den Zug. Verteidigen. Das Ding sieht aus, als ob es einfach halt übel krass draufhauen kann. Okay, was haben wir hier noch? Diese Phantomkrieger sind Geisterwesen mit hohem Widerstand gegen physisch und Elementarschaden. Perfekt für diese Art von Gegner, da Dämonen genau diese Schadensarten erzeugen. Ihre Angriffe mit... Weißschaden umgehen den Elementarschaden, Elementarwiderstand und die Rüstung der Gegner. Stattdessen werden diese Angriffe durch Willenskraft abgewehrt, die bei Dämonen niedriger ist. Ah, verstehe, okay. Also halt Schere-Stein-Papier-Prinzip halt so, ne? Was haben wir denn hier? Dämonen. Escherne. Der Gegner hat Dämonen gegen euch entsandt. Diese gefährlichen Nahkämpfer besitzen eine große Elementar-Widerstandskraft und Rüstung, also erleiden sie weniger Schaden durch die Elementarangriffe eurer Einheiten. Versucht ihre Widerstandskraft mit euren Pyromanten zu schwächen oder greift sie mit euren Phantomkriegern an, die Weißschaden zufügen. Kann ich diese Synergien irgendwo sehen? Das wäre cool. Furchtlos, entflammende Berührung. Das wäre natürlich interessant zu wissen, wo bestimmt kann man das irgendwo sehen. Ah, guck mal hier. Ja. Okay. Ein Glyphenslot. Also ich meine, gut aussehen tut die ja so, ne? Das ist, sind für mich auch Escher, ne? Aber steht hier irgendwo welchen Schal? Ja, guck mal hier. Ne, hier steht auch nicht die Schadensart. Weil diese Synergie, die mir gerade im Tutorial beschrieben wurde, die möchte ich natürlich hier jetzt auch sehen. Ja, natürlich. Garantiert kann man das irgendwo sehen. Also muss man ja, sonst ist man ja aufgeschmissen. Gut, wir greifen jetzt mal an. Mit unseren Phantomkriegern greifen wir jetzt hier mal an. Gegenstand, weil sie im Nahkampf angegriffen wurde. Jeder Gegenschlag kostet eine Aktion, wenn es also dreimal gegen einen Gegner... Kann ich
kann sie das nicht wiederholen und wird in ihrem eigenen Zug auch keine Aktion übrig haben. Ah, okay. Ja, stimmt. Der hat jetzt hier einen Aktionspunkt verloren, weil der einen Gegenschlag gemacht hat. Das heißt, wenn ich mir die jetzt schnappe und da auch nochmal angreife, dann greifen die jetzt auch wieder zurück an und verlieren wieder hier so einen Punkt, ne? Ah, genau. Statuseffekte. Das war dieses Brennen, was die verursachen, ne? Was haben wir denn hier noch? Pyromanten. Zwergische Pyromanten sind Meister des Elementarschaden, die aus der Ferne Feuerbälle werfen. Sie sind schwach im Nahkampf, aber verfügen über mehrere hilfreiche Zaubersprüche. Elementarschwäche machen Feinde anfällig für Elementarschaden, während Flammenrüstung die Verteidigung eurer eigenen Truppen stärkt. Okay. Gut, dann, wie viele Punkte brauche ich, um hier hinzugehen? Ah, das ist ein Punkt quasi, das sind zwei Punkte. Okay, pass auf, dann gehen wir jetzt erstmal hier hin. Und dann ballern wir jetzt hier mal so einen Feuerball rein. Ja, muss mit rechts, okay. Ui, da kommen mehrere, geil. Das hier? Gegenstand benutzen. Haben die einen Gegenstand? Nein. Okay, jetzt haben wir noch unseren Eisgolem. Den würde ich jetzt mal, pass auf, den schicke ich hier rüber. Und sag ihm dann verteidigen. Ausführen. Weil hier haben wir ja noch diesen Kernbewohner. Alter. Der hat auf jeden Fall auch Feuerball und Feuerspein. Okay, so, wir haben, glaube ich, alles gemacht. Wir haben keine Punkte. Oder habe ich noch eine Einheit? Nee, okay, dann beenden wir jetzt die Runde. Jede Einheit, die noch Aktion hat, übrig hat, wird automatisch verteidigen. Verteidigen erhöht die Defensiv. Klar, das ist klar. Ringsherum kontrollieren, anstatt nur deren direkt davor. Und macht sie immun gegen Flankenangriffe. Okay. Naja, jetzt haben die wieder drei Aktionspunkte. Ja, okay, verstehe. Alter, das Vieh hat einfach 295 Leben, dieser Eiskohle. Na gut, die schlagen zurück, ne? Aber ich meine, wir machen auch Gegenschlag, ne? Logischerweise. Okay, jetzt sind wir wieder dran. Wir können ja mal hier diese Kälteeinbruchfähigkeit verwenden. Machen wir mal. Der hat jetzt Erfrierungen, was immer das bedeutet hier. Minus zwei Rüstung, okay. Wir haben keinen Aktion mehr übrig. Okay. Okay. Gut, dann nehmen wir jetzt die hier. Was haben wir hier noch? Elementare Schwäche. Ah, guck mal hier. Widerstanden. Ah, die sind entzündet. Die haben widerstanden, okay. Gut, aber die können wir, glaube ich, mit denen hier jetzt finishen, oder? Ach, die haben keine Punkte mehr. Ja, ich verstehe. So, die sind dead. So, die kriegen jetzt einen Gegenschlag. Zack, auch tot. Das Vieh müsste jetzt eigentlich auch einen Gegenschlag bekommen, oder? Ja, das hält viel aus, dieser Tiefenbewohner oder wie der hieß. Okay. Ja. Gut. Dann gehen wir ran. Und Flammenrüstung für einen Eisgolem mit Flammenrüstung? Wir machen das einfach mal. For the Lulz. Ah ja, jetzt hat er hier eine Rüstung bekommen. Okay. Gut. Mit denen gehen wir ran. Wir können jetzt zwar nicht mehr angreifen, aber wir bekommen ja gleich wieder Punkte zurück und könnten dementsprechend, wir können ja mit denen mal von hinten flankieren quasi. Genau, ne? Wir können den jetzt ja... Oh, der macht aber richtig gut Schaden, ey. Das ist schon heftig. Alter, der kann aber oft angreifen. So. Können wir noch angreifen? Tatsächlich. Ein Flankenangriff fügt erhöhten Schaden zu und hält den Gegner davon ab, beim ersten Schlag einen Gegenschlag durchzuführen, da er sich erst zum Angreifer umdrehen muss. Ah.
Um zu flankieren, greift ihr die Einheit aus einem Bereich außerhalb ihrer Kontrollzone an, durch die gelben Marker neben der Einheit. Ah, okay. Weiter würde sie immun wird, genau. Na, das sehen wir hier. Das hier ist quasi die Kontrollzone hier von den Zwergenmagiern. Das hier von dem Golem, von unseren Phantomkriegern. Genau, und wenn die jetzt verteidigen würden, dann würden die rundherum die Kontrollzone haben und könnten nicht mehr per Flankenangriff angegriffen werden. So, wir machen jetzt hier erstmal den Feuerball. Okay, das macht ihm natürlich wenig Schaden, weil er natürlich... Oha! Ah, die greifen so oft an, wie sie noch Aktionspunkte übrig haben. Ich verstehe. Hier kann ich nicht mit angreifen. Das heißt, nur der Eisgolem kann. Ist das hier? Bewegen, ach so. Ja, gut, dann kloppt drauf. Dann ist das wie tot. Hervorragend. Gut, das war natürlich ein Tutorial-Kampf, aber das war schon sehr aufschlussreich. Ihr wisst nicht, was ihr als nächstes tun sollt? Oh. Hoffnung gemischt mit etwas Verwirrung erfüllt euch, als die Truppen eures Meisters die Eindringlinge zurückschlagen. Dann erscheint eine weitere Gestalt in einer Robe vor euch. In einer kleinen Geste lösen sich die verbliebenen Truppen eures Meisters... Eures Meister schlicht in Asche auf. Ihre Gesichter kurz in stummen Schreien erstarrt. Die Asche verstreut sich im Wald, im Wind, Wald. Und die Gestalt in der Robe geht auf die Treppe zu, als sei nichts geschehen. Okay, wir gehen mal hinterher. Auf einmal dreht sich die Gestalt zu euch um, hebt eine Hand und die Illusion der Flötenklänge endet plötzlich. Ist die Magie beendet oder hat die Gestalt in der Robe einen antimagischen Zauber verwendet, um nicht ausspioniert zu werden? Ihr ertappt euch dabei, wie ihr nervös nach der mysteriösen Gestalt Ausschau haltet. Doch der Turm ist nun leer. Betretet den Turm. Spuren des Kampfes lasten auf eurem Gemüt, als ihr langsam die angeschlagene Treppe hinaufsteigt. Der Turm ist beschädigt und verlassen, aber immer noch von der Präsenz eures Meisters erfüllt, die euch vorwärts treibt. Was auch immer hier geschehen ist, wird nicht vergessen werden. Ihr seid euch sicher, dass es noch mehr zu entdecken gibt. Euer Meister war immer schon gut darin, seine Geheimnisse zu verbergen. Aber ihr seid entschlossen, sie zu lüften. Das wird unsere Base. Richtet euch im Turm ein. Ihr haltet fest, der goldene Kronleuchter in der Eingangshalle ist gestohlen worden und die weichen Teppiche fehlen. Der Turm eures Meisters wurde offenbar nicht nur angegriffen, sondern auch ausgeraubt. Bei genauerem Hinsehen finden sich mehrere Spuren, die aus dem Turm führen. Abgerissene Stofffetzen und verlorenes Besteck führen euch zu einem Goblin-Lager in der Nähe. Ah ja, guck mal. Okay. Trautesheim, Glück allein. Lagerplatz. Dies ist euer Turm. Er ist euer Zuhause und euer Forschungsort, wo ausgebildete Truppen erscheinen werden und von wo aus eure magische Einflusszone projiziert wird, die eure Domäne genannt wird. Aha, da haben wir das wieder mit der Domäne, ne? Sollte euer Turm jemals von Feinden übernommen werden, ist eure Laufbahn als Magier vorbei. Okay. Die Domäne eines Magiers, die durch die farbige Grenze angezeigt wird, sammelt Ressourcen und Effekte von Gebäuden und beeinflusst die Kampffähigkeiten von Verbündeten und feindlichen Trupps auf ihrem Gebiet. Die meisten Gebäude sind nach einer Weile aufgebraucht, wenn sie sich in einer Domäne befinden. Also klar, die Ressourcen werden dann also quasi abgebaut sozusagen. Die Domäne eines Magiers wächst mit seiner Turmstufe. Okay. Domäne. Also hier bekommen wir jetzt dann quasi Mana dazu, ne? Genau, das sehen wir hier. Plus 5. Wir bekommen kein Gold. Das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Okay, so, ich soll dieses Goblin-Lager jetzt machen. Ich habe hier eine Truppe. Da habe ich einmal Nekromantendiener mit dabei. Die machen... Ah, hier, guck mal, hier steht das. Fügt 20 Totschaden einer feindlichen Einheit zu. Jetzt will ich nur gerne wissen, wogegen die halt... Widerstand gegen physisch sowie, da steht es, physisch sowie Elementarschaden und Zauber. Jeder Punkt senkt den erhaltenen Schaden um 1, okay.
Gut, was haben wir hier noch an anderen Einheiten? Hier haben wir noch Goblin-Schläger in unserer Truppe. Der schon gegen Physis sowie Elementarschaden und Zauber. Okay. Und die machen ganz normalen physischen Schaden, wenn sie angreifen. Okay. Gut, schließen. Können wir neue Einheiten ausbilden? Das wäre noch interessant zu wissen. Was ist denn das hier alles? Gut, Fraktionen kennen wir noch nicht. Haben wir noch nicht. Truppen haben wir hier. Helden haben wir auch noch nicht. Das kommt bestimmt. Erntbare Orte hervorheben. Aha, guck mal hier. Wenn wir also unsere Domäne erweitern, dann kriegen wir hier dieses zwergische Windkraut. Was haben wir hier? Magisches Wasser. Und ein Weizenfeld hier oben, ne? Okay, gut, dann gehen wir halt also. Was ist das hier oben? Inventar. Ihr könnt überflüssige Gegenstände gegen Gold verkaufen und ungewünschte Seelen gegen Mana eintauschen. Wir haben eine niedere kraftvolle Seele und einmal Überreste. Okay, das wird wahrscheinlich erst später relevant werden. Oh. Turmräume. Dies ist eine Übersicht über die Stockwerke eures Turms und seine Räume. Ihr könnt Ressourcen investieren, um eine Reihe verschiedener Räume an leeren Stellen zu bauen oder bereits externe Räume abzureißen. Genau. Dies ist die Liste der Raumbaupläne. Raumbauplänen, die ihr aktuell in eurem Turm bauen könnt. Der Bau von Räumen dauert mehrere Runden und die Baukosten steigen mit jeder weiteren Ausgabe desselben Raumtyps. Manche Räume können nur einmal gebaut werden, okay. Also wir haben die Krypta des Nekromanten. So, schaltet Nekromantie frei, kann nur einmal gebaut werden. Dieser Raum wurde aus den Steinen eines entweihten Friedhofs errichtet und ermöglicht euch die Herstellung verschiedenster Untoter. Das ist gut, das ist quasi eine zum Rekrutieren dann, ne? Kostet aber auch 10 Gold, was wir momentan noch überhaupt nicht bekommen. Forschung pro Tag, Gold pro Tag, Werkstatt. Gold kostet die. Wir machen jetzt erstmal die Krypta des Nekromanten. Ist im Bau, nächste Runde fertig. Gut, dann schnappen wir uns jetzt hier unsere Truppe und gehen jetzt zum Goblin-Lager. Zack. Als ihr euch dem Lager nähert, findet ihr eine Gruppe Goblins, die verzweifelt gegen einen Trupp Menschen kämpfen. Als sie bei ihnen ankommen, sind viele der Goblins bereits niedergemacht worden und die Menschen haben damit begonnen, das behelfsmäßige Lager zu plündern. Boah. Greift die Plünderer an. Grüßt sie. Ich habe nicht gespeichert, ne? Gut, wir greifen mal die Plünderer an. Diese Kampfvorschau wird vor einem Kampf angezeigt. Ihr könnt die Truppenstärke eures Feindes verglichen mit eurer eigenen sowie das vorhergesagte Ergebnis eines automatischen Kampfes sehen. Unten auf dem Bildschirm könnt ihr zwischen Kämpfen, automatischem Kampf oder Abbruch wählen. Wenn ihr angegriffen werdet, könnt ihr auch Rückzug anwählen, was euren Truppen etwas Schaden zufügt und sie dann fliehen lassen wird. Die Feinde können ihnen allerdings folgen und erneut angreifen. Okay. Diese Schlacht findet in der Domäne eines Magiers statt, also in unserer. Domänen wirken sich auf Schlachten oder kämpfende Einheiten auf unterschiedlichste Art und Weise aus. Schwebt mit dem Mauszeiger über dem Icon, um Details zu diesen Effekten zu sehen. Domäne vom Spieler. Plus 1 Willenkraft, plus 1 Rüstung, plus 2 Schaden. Ja gut. Also 164 gegen 121. Wir haben hier Halsabschneider. Sterblich. Mensch. Weißresistenz. Ja gut, wir machen ja keinen Weißschaden. Das haben ja vorhin die Phantomkrieger gemacht. Und dann haben wir hier noch Brandstifter. Gut, da sollten wir gut, gegenhalten können. Weil wir machen ja hier normalen physischen Schaden. Das ist halt ein normaler Standardschaden wahrscheinlich. Und wir machen hier unseren Nekromantenschaden. Und dagegen sind die nicht resistent. Und ich wette, die machen... diese machen hier vielleicht noch Feuerschaden. Kann sein, ne? Kann man sich jetzt einmal angucken? Fackel werfen. Das macht Elementarschaden. Ja, und Nahkampfangriff, klar, weil die mit Feuer schlagen, ist das logischerweise auch Elementarschaden. Aber das ist okay. Kann ich die jetzt hier befehligen? Nee. Cool. Gut, die Goblins müssen im Nahkampf dran. Das sind halt die Billo-Einheiten.
Und die Kollegen hier, die müssen im Fernkampf ran. Da will ich jetzt auf jeden Fall gucken, ob ich die ersten Angriffe schon mal rausbekomme. Kriege ich aber nicht. Das heißt, ich muss noch einen Schritt laufen. Das ist natürlich ärgerlich. Dann gehen wir da noch einen Schritt hin. Jetzt können wir sie erreichen, aber leider nur einmal angreifen. Genau, ne? 6 Nekromantenschaden. Ja, ist sie. So, pass auf. Dann können wir jetzt sagen... Eigentlich könnten wir ja noch rangehen, ne? Aber wir lassen sie rankommen. Können wir die Runde auch einfach so beenden? Runde beenden, ja. Okay, machen wir mal. Alter, die haben ja viel mehr kassiert als ich. Das ist ja krass. Ja, wir greifen an. Also, ja klar. Oh oh. Okay, da haben wir gut kassiert. Wir müssen angreifen. Dreimal müssten die jetzt, ne? Oh ja, guck mal, das macht richtig Damage. Aber perfekt. Alles klar. Brennend. Okay. Ja, das war's für die. Das war's für die Plünderer. Okay, perfekt. Okay, Kampfbericht. Ja, heldenhafter Sieg. Die sind aufgestiegen. Jeweils Level die Goblins. Die nicht. Den Nekromantendiener. Was haben wir hier? Heldenhafte. Achso, das sind die Stufen quasi. Entscheidende Niederlage, knapper Sieg, entscheidender Sieg, heldenhafter Sieg. Okay. Aha. Unentdeckte Fraktion plus 2, verstehe ich nicht. Gold haben wir bekommen, 5. Das Lager liegt nun still da und ist mit den Leichen der Goblins übersät. Sie hatten einige der Werkzeuge eures Meisters bei sich, sowie eine kleine Menge an Münzen. Wo ist der Rest seiner Besitztümer? Also wir haben hier Rationen bekommen. Mindere Glyphe Bogenschütze. Plus 2 Geschossschaden. Okay. Als ihr euch abwendet, um zu gehen, wagen sich ein paar Goblins aus ihrem Versteck hinter einem der schmutzigen Zelte hervor. Einer von ihnen, der eine Kapuze aus einem zerfetzten Stück Seidenstoff trägt, winkt euch aufgeregt zu. Ihr, ich an euch erinnern, einer von Meister seinen Schülern. Ja, ja, wir Meister dienen, nicht wie diese Chagrak hier. Er spuckt abschätzig auf die toten Goblins. Er verneigt sich und fügt hinzu, wir jetzt euch dienen, ja, ja. Ihr uns Glitzerkram geben, wir für euch kämpfen, zeigen, wo Meister seine Sachen sind. Dann zeigt es mir. Die Goblins deuten zu 2 Stapeln aus Kisten und Säcken, die nicht weit von euch abgelegt wurden. Sammelt sie ein. Aha, ich muss also jetzt aus meiner Domäne raus hier, ja? Gefällt mir gar nicht. Aus der Domäne rekrutieren. Die Einnahme bestimmter Orte innerhalb eurer Domäne wird es euch ermöglichen, in eurem Turm besondere Einheiten zu rekrutieren. Ah, also jetzt die Goblins quasi. Dieses Goblin-Lager ermöglicht es euch jetzt Goblin-Schläger, Goblin-Bogenschützen und Goblin-Schamanen anzuheuern. Öffnet euren Rekrutierungsbildschirm unter dem Reiter oben links aus, um neue Einheiten anzuheuern. Sobald ihr alle eure Aktionen abgeschlossen habt, kriegt Zug beenden. Um euren Zug zu beenden, das macht Sinn. So, also wir rekrutieren jetzt hier mal weiter. So, guck mal hier. Goblin-Schamane Rang 2. Kostet aber Gold. Goblin Schützen. Naja, die machen halt normalen physischen Schaden halt, ne? Und der Goblin Schamane, was macht der so? Guck mal, der kann Elektrokugel. Das ist Weißschaden. Ah, okay. Ist ja wahrscheinlich auch clever, so ein bisschen die Schadensarten zu variieren in seiner Truppe, ne? Weil wir haben jetzt ja zum Beispiel schon den Nekromantenschaden. Er holt sich einmal pro Aktion, ja klar.
Bilden wir den mal aus. Ihr könnt nicht alles gleichzeitig machen. Eure Slots für Handwerk und Rekrutierung sind begrenzt. Sie werden euch unter eurer Ressourcenleiste oben auf dem Bildschirm angezeigt geben, an wie viele Runden die Herstellung oder das Anheuern dauern wird. Ihr könnt ihre Anzahl erhöhen, indem ihr bestimmte Orte in eurer Domäne aufnimmt oder indem ihr Räume zu eurem Turm hinzufügt. Okay, das ist jetzt hier oben quasi. Da ist jetzt der Goblin schon mal. 5 Runden dauert das? Ach du Schande, ne. Boah. Okay, pass auf, wir gehen hier mal hin. Kann ich noch? Ja. Dahin. Ich darf mich, glaube ich, nicht mehr bewegen, weil ich, glaube ich, irgendwie keine Punkte mehr habe. Kann das sein? Ja, hier. Bewegungspunkte 0. Gut, Stufenaufstieg verfügbar. Die haben einen Stufenaufstieg geschafft. Stufenaufstieg. So, jetzt kriegen die neue Fähigkeiten hier, ne? Rudeltaktik. Für jeden Verbündeten mit Rudeltaktik in ihrem Trupp erhält diese einen +1 Schaden. Das ist schon cool. Hinterhältige Angriffe und flankieren. Das ist natürlich auch geil. Wir müssen natürlich den anderen das gleiche geben, ne? Bringt jetzt ja nichts, dem einen Trupp Rudeltaktik zu geben und dem anderen dann nicht. Ich nehme die Rudeltaktik. Ach, der kriegt jetzt andere Fähigkeiten hier. Ah. Ja, dann geben wir ihm hier die Rüstung. Keine Ahnung. Okay, gut, dann ist das für den hier jetzt relativ useless, diese Rudeltaktik hier zu haben. Okay. So. Ja. Heilen tun die sich wahrscheinlich über Zeit, ne? Ich beende mal die Runde. Da drüben ist irgendwas. Krypta des Nekromanten gebaut. Perfekt. Küche, Zimmer, Bad. So. Ihr wandert Gedanken verloren durch die alten, vertrauten Räume des Turms und schwelgt in Erinnerungen an eure Zeit als Lehrling. Der Ort wurde eindeutig durchsucht, bevor die Goblins ihn geplündert haben. Der Handwerksraum eures Meisters ist leergeräumt. Die meisten anderen Kammern sind verwüstet. Wer immer das getan hat, hat wirklich überall nachgesehen. Geht zur Bibliothek. Vergraben unter einem umgestürzten Bücherregal findet ihr in der verwüsteten Bibliothek eures Meisters ein altes Grimoire. Ehrfürchtig schlagt ihr den schweren Folianten auf. Viele der wunderschönen illustrierten Seiten sind herausgerissen worden, aber ihr seht noch Teile der unleserlichen Schrift eures Meisters. Er war bei seinen Arkanforschungen immer sehr verschwiegen und hat seine Aufzeichnung oft verschlüsselt. Er sucht das Zauberbuch zu entschlüsseln. Ihr sucht nach den ersten Zaubersprüchen, die er euch beigebracht hat, und schlagt die großen Seiten vorsichtig bis an einem der Lesezeichen auf, die am Buchrücken befestigt sind. Tatsächlich könnt ihr einige der Grundlagen erkennen, andere könnt ihr beinahe entziffern. Das muss genauer untersucht werden. Ui, Forschung. Ah, Forschung kommt jetzt. Ihr seht euch im Raum um und stellt euch vor, dass ein Schatz an arkanem Wissen zwischen den verstreuten Schriftrollen und zerrissenen Büchern schlummert. Ein ganzes Lebenswerk an magischer Forschung zu eurer Verfügung. Ich werde nicht abziehen, bevor ich nicht das Wissen meines Meisters zurückgewonnen habe. Okay, guck mal hier. Grimoire. Das Grimoire eures Meisters liefert euch beständig neue Erkenntnisse und mystisches Wissen. Es enthält zahlreiche Seiten, die jeweils zu einer bestimmten Schule der Magie gehören. Ihr könnt unbekannte Zauber und Geheimnisse für die Forschung auswählen und ihr direkt von seinen Seiten aus Zauber wirken. Sobald ihr sie gemeistert habt, erkundet die Welt und erweitert euer Wissen, um neue Seiten zu finden. Okay, also wir haben hier Lehrlingszauberbuch. Verrosten. Nekromantie, guck an. Krypta des Nekromanten. Dadurch haben wir diesen Spezialraum. Okay. Er schafft 4 Untote, das kriegen wir hin. Irrlicht beschwören. Irrlichter sind ätherische Kreaturen aus reiner Magie, die mit Allfeuerknoten verschmelzen können. 16 Forschungspunkte. Macht Metall brüchig und rostig und schwächt seine Struktur. Verrosten. Lässt die Rüstungen aller Einheiten im anvisierten Trupp verrosten. Was ihren physischen Widerstand senkt. Hilfe. Sofortzauber. Von der Schlacht gezeichnete Truppen
fühlt eine warme Umarmung, während ihr Meister heilende Kräfte auf ihre Position konzentriert. Investiert 16 Forschungspunkte. Okay. Na gut, wir machen jetzt mal das, was hier blinkt. Das macht ja Sinn. Genau, wird das kosten. Okay. Dauert jetzt 16 Runden oder was? Wird erforscht. So. Rekrutiert wird. Wir haben jetzt noch einen Handwerkslot frei. Was ist das hier? Todeszauberbuchliste. Okay. Da ist erstmal noch nicht so krass viel drin. Dann haben wir hier noch Raumbaupläne. Haltet die Plage auf, die Güldenfeld bedroht. Ah, hier, das heißt, wir haben hier so Aufgaben, die er neue Räume freischaltet, quasi. Kein Zauber, okay. Ja, das ist auch erstmal okay, okay. So. Ausbilden. Das heißt, wir müssten doch jetzt eigentlich hier... Was mich gerade so ein bisschen ignoriert, und ich hoffe, man hört die Müllabfuhr draußen jetzt gerade nicht. Ich habe doch jetzt die Krypta des Nekromanten. Und da steht doch, schaltet Nekromantie frei. Inventar. Ach hier, Nekromantie. Ui. Okay. Dies ist eure Nekromantie-Krypta. Hier könnt ihr eine Reihe verschiedener untoter Diener herstellen oder wiederbeleben, um das Land zu überrennen und euren Willen auszuführen. Am Handwerk investiert ihr Zutaten, die bestimmte Essenzen enthalten, um Schwellen zu erreichen. Die Essenzen sind Elementar, Arkan, Leben und Tod. Eine Schwelle wird erreicht, wenn ihr 3, 6 oder 9 Essenzen derselben Art kombiniert. Okay. Okay. Du kannst entweder einen Gegenstand mit der linken Maustaste platzieren oder ihn schnell platzieren, indem du darauf rechts klickst. Okay. Gut, also... Ich könnte jetzt ja zum Beispiel das Ding hier nehmen. Das hat ja 3 Elementarplätze, korrekt? Pass auf, ich nehme jetzt hier einfach mal das hier noch und das hier noch. Sobald ein funktionierendes Rezept angezeigt wird, bestätige den Prozess mit dem Herstellungsknopf unten auf dem Bildschirm. Die Zeitdauer sagt dir, wie viele Runden es noch dauern wird, bis der Prozess abgeschlossen ist. So, wir bekommen jetzt hier durch Skelettkrieger. Was ist, wenn ich das Teil jetzt hier wieder entferne? Dann bekommen wir Ghule. So, die haben 7 Rüstungen und 43 Stärke. 8 Rüstung und 56 Stärke. Okay, die Skelettkrieger sind schon eine Stufe krasser. Ah, das ist schon cool hier, dass man das jetzt... Was ist, wenn ich jetzt hier noch Leben hinzufüge? Okay, dann ändert sich einfach gar nichts. Das ist eine Seele, oder was? Ah ja. Okay, man braucht also immer auch eine Seele. Ja, das ist dann wohl schon die beste Kombination, die ich hier zusammenbekomme, ne? Ah. Ah, okay. Man muss immer genauso viel Todesessenzen wie Lebensessenzen haben. Sobald kein Leben mehr enthalten ist, werdet ihr euer erstes Rezept herstellen können. Genau. Verstehe. Also, weil wir hier ein Leben haben, müssen wir auch einen Tod reinplatzieren. Kann ich da auch... Nee, ich muss da die... Das ist die einzige Seele, die ich habe. Das muss so funktionieren. Okay. Ja, dann stell das mal her. 2 Runden. Wunderbar. Kein Handwerksplatz. Genau, das sind hier oben die... Ne, das ist der Handwerksplatz. Okay, gut. Ich hatte die Runde beendet. Das heißt, wir können mit denen wieder laufen. Ihr erforscht. Versteckter Schatz. Plus 10. Gut, ich bekomme jetzt hier, wenn ich das also ablaufe... Kohle. Ja, und da hinten ist noch einer. Da kommen wir nicht hin. Runde beenden. Verwundete Einheiten. Ihr habt eine verwundete Einheit in diesem Trupp. Sterbliche und übernatürliche Einheiten erhalten jeden Tag einen geringen Teil ihres Lebens zurück, während bei Untoten kreativere Methoden gefunden werden müssen.
Wirkt Einheiten in Gebäude oder wirkt Zauber, um bei ihrer Erholung zu helfen? Okay, verstehe. Wir gehen jetzt erstmal hier diesen Lagerplatz noch plündern. Oh, hier ist auch noch ein Lagerplatz. Aber ich glaube, ich werde die Runde erstmal beenden. Ja, ist okay. Weil ich die auf voller Stärke haben möchte. Und wir haben jetzt auch diesen Skelettkrieger-Trupp hergestellt. Was unternehmt ihr als nächstes? Dass der Turm eures Meisters zerstört wurde, muss heißen, dass er in die Geheimnisse des Allfeuers vorgedrungen ist, der Zirkel eifersüchtig hütet. Ihr könnt die Inhalte seines Grimoires rekonstruieren, aber sein Turm muss ebenfalls neu aufgebaut werden. Und wenn der Zirkel hinter seinem Verschwinden steckt, müsst ihr damit rechnen, dass sie auch hinter euch her sein werden. Vielleicht wissen sie bereits von eurer Entdeckung. Ich werde mich von ihnen nicht aufhalten lassen. Was genau ist der Zirkel? Der Zirkel der Magier, ein Zusammenschluss der mächtigsten Magier auf Io. Sie beschützen angeblich alle Magiewirkenden und fördern das Wissen um die mystischen Künste. Aber sie sind auch die einzigen Lebewesen, die begonnen haben, die Macht des Allfeuers zu meistern, nachdem sie kürzlich den Schlüssel zu seiner Macht auf dem weit entfernten Kontinent Xu entdeckt haben. Nun verwehren sie anderen, an der immensen Macht des Allfeuers teilzuhaben. Sie behaupten, sie sei für Uneingeweihte zu gefährlich. Ich werde vorsichtig sein müssen. Inspiziert das Labor eures Meisters genauer, findet aber lediglich einige leere Fläschchen und Behälter. Wie alles andere hier sind sie bereits durchsucht worden. Das war ganz sicher nicht das Werk von Goblins. Ihr könnt die Spuren eines Karrens ausmachen, die zu einem nahegelegenen Weiler führen, an dem ihr auf eurem Weg hierher vorbeigekommen seid. Haben etwa auch die Dorfbewohner den Turm geplündert, nachdem er verlassen worden war? Ich nehme an, wir sollten auch bei ihnen nachfragen, in Anführungszeichen. So, pass auf, jetzt habe ich doch hier irgendwo einen Skelettkriegertrupp. Verschiedene Einheiten in einem Trupp können unterschiedliche Bewegungsmodi haben, was es ihnen ermöglicht, weiter oder sogar über ansonsten unpassierendes Gelände zu reisen. Ein Trupp bewegt sich nur mit dem Bewegungsmodus, denn all seine Einheiten, den all seine Einheiten beherrschen. Okay. Und der hat jetzt hier. Der hat hier diese Welle gehabt. Sehe ich die hier auch irgendwo? Oh, der hat eine Weißschwäche. Oha. Schwimmend. Kann Flüsse und Wasser überqueren. Brustkorb. Hier, ich sehe hier. Doch hier. Bewegen, ja. Gut. Diese Welle, ich weiß nicht, ob das Schwimmen bedeutet. Haben die hier andere Bewegungseinheiten? Ne, die haben auch diese Welle. Okay, und die hier? Die haben das Normale. Okay. Pass mal auf, ich will... Untote Einheiten können ihre Lebensenergie nicht auf natürlichem Wege regenerieren. Ihr müsst andere Methoden finden, um sie zu heilen. Sowie die Anwendung eines passenden Zaubers. Es sind sehr widerstandsfähige Diener, die nicht atmen müssen, wodurch sie Wasser durchqueren müssen. Okay, ja, alles klar. Können wir den wegnehmen, das Feld erneut anwenden. Ah! Aha. Ja, ich möchte, dass die hier mit in diese Einheit integriert werden. Sehr gut. Jetzt gehen wir hier hin. Eure Kundschafter hatten berichtet, dass dieses Lager leer sei, was die glühenden Kohlen in der Feuergrube verdächtig erscheinen lässt. Ihr habt den Gedanken kaum zu Ende gebracht, als Briganten rings um euch erscheinen, die mit falschen Büschen und Bündeln trockenen Grases getarnt waren. Eure Kundschafter versinken regelrecht im Boden vor Scham. Hinter ihrem dreisten Auftreten und ihrer Tarnung wirken die Banditen verzweifelt, abgemagert und hungrig. Wenn ihr einen Kampf sucht, werden wir euch einen bieten. Als ob ich denen Gold gebe? Nö. Die haben gar keine Chance. 230 gegen 106. So.
Aua. Ja, wir gehen. So, was ist das jetzt? Verbrauchsgegenstände. Öffnet euer Kampfinventar über das Taschensymbol links auf der Aktionsleiste eurer Einheit. Dies wird euch die Verbrauchsgegenstände anzeigen, die euch in der Schlacht zur Verfügung stehen. Der Einsatz von Gebrauchsgegenständen kostet Aktionspunkte, also achtet darauf, dass ihr genug davon übrig habt. Okay. Ach, guck mal, da haben wir jetzt die Ration. Heilt 15 Leben. Okay, das brauchen wir aber jetzt noch nicht. Das braucht eher der Trupp dort. Das sind unsere Skelette. Ah, Seele gefangen. Das kann ich dann wieder benutzen, um neue Untote herzustellen, ne? Okay. Wir haben noch Bewegungspunkte, dann schicken wir den noch mal ein Stück vor. Nee, das ist eigentlich schon. Eigentlich gefällt mir das so. Ah, guck mal, die wollen die Skelette haben. Warte mal, nehmen die Skelette nicht Zusatzschaden gegen Elementar? War das nicht so? Ja, die haben eine 20%ige Elementarschwäche. Aber schlimmer wäre der Weißschaden gewesen. So, wir müssen die. Alter, wie viel Damage die machen? Krass. Ah, die töten die jetzt. Und die töten jetzt die hier oben. Wenn es ausreicht. Aber sollte eigentlich dreimal angreifen, sollte ausreichen. Sieg. Sehr gut. Ja, hier unten seht ihr auch, ne? Da steckt also wirklich eine ganze Lore dahinter. Ja, heldenhafter Sieg. Wir haben niedere kraftvolle Seele bekommen und Bandagen. Unabhängig. Ah ja, okay. Also es ist noch keine No-Name-Fraktion. Jetzt, wo die Briganten tot sind, ist das Lager wirklich verlassen. Ihr nehmt ein paar Münzen an euch und lasst die Besitztümer der Toten durchsuchen. Es gibt nichts Wertvolles zu finden, aber in einem der Zelte liegt ein Brief. Lest den Brief. Der Brief ist auf etwa einer Woche datiert. Mein Liebster, vor ein paar Tagen kamen Männer vorbei und ließen diese Münze für dich da. Sie meinten, du wüsstest, was das bedeutet und dass du dich mit ihnen in Siebenburg treffen würdest. Grüße und Küsse M. PS, bitte komm bald wieder heim. Bin mir nicht sicher, ob das Kleine sich noch lange mit seiner Geburt gedulden wird. Liebeszeichen, Questgegenstand, Zutat. Frage mich, was in Siebenburg ist. Warte mal, können wir jetzt aus dieser Münze einen Untoten bauen? Ach, guck mal, weil ich. Da, hier sehe ich das schon mal. Alles klar, verstehe. Was ich schon mal gebaut habe. Okay, das macht nur Ghule. Blockierter Zutaten-Slot. Na, Todleben ist jetzt nicht ausgeglichen. Aber Ghule sind mir jetzt ein bisschen zu kacke. Ich sammle lieber noch weiter hier irgendwelche Sachen. Was ist hier hinten? Was ist das? Diebeshöhle. Sieht gefährlich aus. Hier können wir noch Getreidesilo. Das könnten wir wahrscheinlich noch plündern. Wir müssen aber zum Weiler eigentlich, ne? Laufen wir mal los. Forschung auswählen. Irrlicht beschwören. Flinke Speer. Erstmal nicht. Wir machen jetzt hier mal Hilfe sofort Zauber. Das machen wir jetzt mal. So. Runde beenden. Okay, ja, das macht Sinn. Aber wir bleiben zusammen. Wir teilen unsere Gruppe jetzt nicht auf.
Die Stimmung im Dorf ist fast feindselig, als ihr es betretet. Die Dorfbewohner rufen ihre Kinder in die Häuser und einige bewaffnen sich mit Werkzeugen und Stöcken. Eure Gruppe betrachtet sie im Gegenzug mit Vorsicht. Ein stämmiger, schwarzhaariger Mann, der einen Knüppel schwingt, tritt vor und sagt: Hier gibt es nichts für euch. Okay. Macht ihnen Angst, damit sie sich unterwerfen, beweist ihnen, dass ihr ihnen nichts Böses wollt, fragt sie, warum sie so feindselig sind. Ich frage erstmal, warum. Die Dorfbewohner starren euch finster an. Ihr seid hier, um die Sachen des Zauberers zurückzuholen, oder? Der Lehrling hat sie uns als Bezahlung dafür gegeben, ihm bei der Flucht geholfen zu haben. Es war ein gerechter Tausch. Wir werden gegen euch kämpfen, wenn wir müssen. Seid ihr sicher, dass ihr diesen Kampf wollt? Alter, ich werde die so rasieren. Beim Anblick eurer Truppen schwindet der Mut der Dorfbewohner und sie senken ihre improvisierten Waffen. Wie sollte man sie für die Unverschämtheit bestrafen, die Materialien eures Meisters einfach zu behalten? Unterwerft? Ich will die unterwerfen. Einige der Kinder protestieren und fangen an zu weinen, als sie ihre Eltern zusammentreibt und sie zwingt, die gestohlenen Waren zurückzugeben. So, was haben wir denn hier? Menschliche Arbeiter. Geladener Kristall. Ah, guck mal, das ist jetzt blau. Krass. Niedere Arkane-Seele. Niedere wilde Seele. Überreste, sehr gut. Zweimal. Ewige Flamme, Zutat. Ich glaube, daraus können wir jetzt schon was Krasseres. Mann, guck mal, unentdeckte Fraktion hat jetzt minus 15 von uns. Egal, scheiß drauf. Seid froh, dass wir euch am Leben gelassen haben. Als ihr aufbrecht, müsst ihr an den Lehrling denken, über den die Dorfleute immer wieder geredet haben. Vielleicht könnt ihr ihn finden. Er könnte einen Einblick in das Schicksal eures Meisters liefern. Jetzt schauen, ob ich mehr herausfinden kann. So, pass auf. Jetzt können wir hier bestimmt richtig krass was bauen. Wir können nämlich jetzt hier diese arkane Seele benutzen. Guck mal hier, wir haben auch niedere wilde Seele. Mana-Affinität, krass. So, pass auf, wir nehmen das mal rein. Sind erstmal nur Ghule. So, wir können ja noch mehr Sachen reinschmeißen. Wir können ja diese ewige Flamme hier reinkicken. Oh, wir müssen zwei Leben, das heißt, wir brauchen jetzt zwei Stück hiervon. Es sind trotzdem nur Skelettkrieger. Ich hätte jetzt gedacht, da wird irgendwas Krasses rauskommen. Was ist, wenn wir das hier reinwerfen? Oh, guck mal, untoter Magier. Ui, ui. Alter Schwede. Das sieht schon cool aus hier mit diesen lila Flammen. Also auf jeden Fall Todesbolzen machen die auch. Also die kriegen ja neue Fähigkeiten, wenn die Level up haben. Ne? Da haben wir ja gesehen, da können wir mal zwei auswählen. Norse Segen. Macht das? 50% Weißresistenz. Ah ja, okay. Norse Fluch. Okay, das ist ein Debuff quasi. Verteidigen, okay. Immun gegen Psychologie. Keine Regeneration. Diese Einheit kann Leben nicht auf natürliche Weise regenerieren. Mana-Affinität. Plus 2 Mana pro Tag. Schwimmend Untot. Zauberwirker. So, die haben natürlich das gleiche wie die anderen Untoten. Hier gegen Weißschaden sind die sehr anfällig. Trotzdem will ich den jetzt einfach mal bauen, oder? Was ist denn, wenn ich hier so stattdessen so eine Münze nehme? Okay, das ist einfach das Gleiche. Okay, okay. Hm. Ja, ja. Was ist, wenn wir das Teil hier verwenden? Dann kommen Ghule mit Rudeltaktik raus. Auch geil, weil wir haben ja schon einen Goblin-Trupp mit Rudeltaktik. Aber ich nehme natürlich die Magier. Ist ja ganz klar. Okay, perfekt. Jetzt haben wir hier auch einen menschlichen Arbeiter. Eine Einheit in diesem Trupp kann ernten oder abbauen, bewegt sie auf einen passenden Ort und wählt die Fertigkeit aus der Aktionsleiste aus, um damit zu beginnen und Zutaten zu gewinnen. Ernten und abbauen dauert mehrere Runden und der Abzug der ernten Einheit von dem Ort wird den Prozess abbrechen. Okay, das heißt also, wir können den jetzt quasi hier hinschicken. Oder auch hier. Was ist hier? Ich glaube, hier wäre es besser, ne? Ach, guck mal, das ist jetzt weg. Okay. Ah, der soll das hier abbauen. Bergkupferader. Okay.
So, unsere Einheiten, die gehen jetzt weiter. Hier ist natürlich richtig viel zu holen. Das wird aber auch ein harter Kampf werden, vermute ich mal. Die Frage ist auch, wie viele Einheiten kann ich hier in einen Trupp machen? Ist 4 das Maximum? Und wie kann ich den hier wieder heilen? Der ist ja angeschlagen. Oder muss ich das dann mit dem Zauber machen? Mit diesem Hilfezauber. Bleibt auf jeden Fall abzuwarten. Ja, die Frage ist, wo will ich jetzt hingehen? Ja, ich würde es schon versuchen hier eigentlich. In seiner Nachricht sprach euer Meister von einem Allfeuerknoten, die er nicht weit von hier entdeckt hatte. Jetzt, da ihr euch in seinen Turm eingerichtet habt, ist es an der Zeit, danach zu suchen. Eifrig durchsucht ihr seine Schriften nach jedem möglichen Hinweis auf den Ort der Quelle. Sie muss sich in der Nähe des Turms befinden, sonst hätte euer Meister nicht sein Heim hier eingerichtet. Endlich findet ihr eine Wegbeschreibung im Grimoire eures Meisters. Die Quelle ist nicht mal einen Fußmarsch vom Turm entfernt. Aber wie greift man auf das Allfeuer zu? Wie viele zu ihrem Leidwesen herausfinden mussten, können Sterbliche das Allfeuer nicht berühren, ohne von ihm aufgezehrt zu werden. Der Zirkel hat erst vor kurzem herausgefunden, wie man seine Kraft meistern kann, und seine Mitglieder werden dieses Geheimnis an niemanden anderen weitergeben. Aber euer Meister hat einst eine seiner Theorien beschrieben, einen magischen Kanal. Einen magischen Kanal. Durch die Beschwörung eines ätherischen Wesens, das mit dem Allfeuer verschmilzt und die Verbindung damit auch dann aufrecht erhält, wenn sie verzerrt wurde, sollte man in der Lage sein, das Allfeuer in sich selbst aufzunehmen. Ein Irrlicht könnte dafür dienlich sein. Ein ätherisches Wesen, das von Magiern oft als Kundschafter oder Bote eingesetzt wird. Beschwören wir ein Irrlicht und versuchen es. Okay. Ja, dann gehen wir jetzt dahin. Ihr nähert euch dem Allfeuerknoten, wo ein stetes Summen in der Luft liegt. Ein Schwarm Insekten, wohl durch die verlockende Energie des Ortes angezogen, hat ihn übernommen. Tötet diese Plagegeister. Was denn jetzt hier? Hornissen. Ja. Das hätte ich auch mal automatisch machen können, aber... So, okay. Ach, guck mal, hier ist das Allfeuer. We going? Hä? Die Goblins, Alter. Kann ich die auch hier oben draufstellen und dann schießen lassen? Das wäre ja ultra geil. Die, Alter, die müssen ja ultra weit laufen. Aber es geht. Okay, jetzt haben wir die noch. Die würde ich erstmal lieber zurückhalten, weil ich ja noch nicht weiß, wie ich die heilen kann. Ich glaube, die Goblin-Truppe hier vorne könnte jetzt sterben. Yep, die sind tot. Okay, wir machen jetzt erstmal die weg hier. Ah, okay, das ist wirklich alles. Okay. Ah, die sind auch tot. Ja, scheiß auf die Goblins, die können wir uns ja wiederholen in 2 Runden. Das ist ja. Oder 3, glaube ich sogar, ne? Gucken wir mal. Ach, die wurden leider ausgelöscht. Die haben einen Stufenaufstieg. So, was haben die hier? Panzerbrechende Angriffe. Nahkampfschaden. Plus 6 Schaden gegen eine Panzerung ist natürlich auch krass. Nehmen wir lieber das. Okay. So, dann haben die noch hier einen Aufstieg. Stufenaufstieg. Willenskraft. Phalanx. Diese Einheit beschützt Verbündete neben sich, indem sie ihre Verteidigung in die Schlacht erhöht. Erhalten Phalanx. Geil.
Okay. Nachdem ihr die riesigen Insekten vertrieben habt, nähert ihr euch voller Vorfreude dem Ort, wo ein vielversprechendes, pulsierendes Glühen durch den Boden dringt. Näher heran. Das Allfeuer zieht euch an, seine Macht sinkt zu euch. So verlockend es auch ist, ihr wisst, dass niemand außerhalb des Zirkels der Magier es berühren und dies überleben kann. Falls ihr ein Irrlicht beschwören könnt, könnte es sich mit der Quelle des Allfeuers verschmelzen und euch erlauben, seine Energie zu kanalisieren. Ich habe diesen Beschwörungszauber in meinem Zauberbuch. Okay, das heißt, ich benutze das jetzt hier. Und dann ist es ja irgendwo hier. Ihr Licht beschwören. Weiter. Schließen. Ja, das würde ich gerne. Ach, das dauert 2 Runden. Ah, okay. Na gut. Goblin-Schamane schließt sich euch an. Perfekt, der kann dann direkt die Truppe hier stärken. Und nächste Runde können wir dann auch sehen, ob wir den... wir müssen jetzt ja eh hier erstmal warten. Ah ja, genau, den hatten wir noch. Ha. Ja, dann fangen wir an. Okay. Aber die Runde ist noch nicht zu Ende, kann das sein? Zwei Runden verbleiben bis zur Fertigstellung. Das müsste doch dann eigentlich heißen... beenden. Genau. So, jetzt ist nämlich hier auch unser Untoter fertig und wir können 2 Einheiten rekrutieren. Da ersetzen wir mal unseren Goblin-Schlägertrupp. Ausbilden und die Goblin-Bogenschützen. Sehr gut. Ich glaube, wir können erstmal... Oh doch, können wir? Können wir? Können wir? Eigentlich können wir doch einen. Was ist denn das hier? Fell, Digga. Wir haben nur einen hiervon. Na cool, ist eigentlich Kacke. Wie man da einfach auch Essen reintun kann. Eigentlich ist ein Ghoul Kacke. Ich mag nicht, dass es ein Ghoul ist. Wir brauchen noch irgendwie... Weiß ich nicht. Das hier... Wir brauchen hier noch was mit Tod halt. Mit so einem lilanen Punkt. Untoter Magier. Kann der jetzt auch noch hier in die Truppe rein? Nein, kann der nicht. Kann er nicht. Es können also nur 4 Einheiten in einer Truppe plus irgendwie ein Held. Oh. Guck mal, hier in einer Runde ist das fertig. Kann ich dann die Untoten heilen? Na gut, hier kommen ja bald Goblins. Da können wir ja dann den verbinden, den Magier. Ja, ich beende den Zug. Ich brauche das Irrlicht. Nicht weit von eurem Turm habt ihr eine Gestalt mit Kapuze ausgemacht, die euch aus einem kleinen Wäldchen heraus beobachtet. Weiß der Zirkel bereits von eurer Anwesenheit an diesem Ort? Die Gefahr könnte näher sein als gedacht. Ich brauche mehr Wachen. Ihr wisst, dass die hiesige Miliz in der Nähe einen Wachturm unterhält. Vielleicht könntet ihr dort Hilfe bekommen. Reden wir mit ihnen. Ah, okay. Wo ist denn jetzt das Irrlicht? Ich will das bestätigen, ja. Ach, Rechtsklick. Das muss wahrscheinlich in meiner Domäne sein, ne? Genau, ja, logischerweise ist das auch. Mach das. So eine Art Magie. Viele Zauber, die ihr wirkt, benötigen stetigen Mana-Unterhalt. Ihr könnt die Liste der Zauber... Ja, okay, verstehe. Also das nimmt jetzt hier... Guck mal hier, ich verliere 2 Gold für Einheit-Unterhalt. Ist ja unhöflich. Allfeuerknoten zu verschmelzen. Um mit der Verschmelzung zu beginnen, müsst ihr die Einheit auf den Allfeuerknoten bewegen und die Fertigkeit in Aktionsliste wählen. Mehrere Runden und der Abzug der verschmelzenden Einheit wird den Prozess abbrechen. Okay, verstehe. Gut, dann gehen wir dahin.
Deine rohe, ungezügelte Energie sinkt zu euch und durchdringt jede Faser eures Seins. Ihr wünscht euch nichts sehnlicher, als es zu berühren, obwohl ihr genau wisst, dass es euch verzehren würde. Das Irrlicht nehmen. Ja, ich schicke das Irrlicht rein. Ich fasse es doch jetzt nicht selber an. Ihr könnt kaum den Blick von der wundersamen Energie abwenden, so stark ist euer Wunsch, tiefer in die Quelle des Allfeuers zu dringen. Aber ihr haltet euch zurück und konzentriert euch stattdessen darauf, was ihr aus der Beobachtung der Verschmelzung lernen könnt. Zur Hölle mit dem Zirkel, ich werde das Allfeuer bezwingen. Meine Einheit ist jetzt an einem Ohr mehr, genau, kann sich verschmelzen, dann machen wir das jetzt auch. Zwei Runden. So, der geht jetzt erstmal hier rüber. Ein paar Soldaten hängen vor dem Wachturm herum, aber es ist keine richtige Wache aufgestellt worden. Als sie euch näher kommen sehen, stehen ein paar von ihnen auf, aber sie sind unsicher auf den Beinen, offensichtlich mehr als nur ein bisschen betrunken. Bietet ihnen Gold an, um sich euren Reihen anzuschließen. Ermahnt sie, weil sie ihre Pflicht vernachlässigt haben. Beeindruckt sie mit Magie. Macht das mal. Wachen klatschen und lachen über eure magische Vorstellung und sehen fasziniert zu, während eure Zaubertricks die Luft mit Effekten füllen. Ihr versprecht ihnen einen vollen Magen, ein gutes Bier und sie schließen sich euch freudig an. Ah ja, guck an. Miliz. Einfache Geister, so leicht zu beeindrucken. Ihr wisst, dass ihr vorsichtig sein solltet. Die Anwohner werden es vermutlich nicht begeistert aufnehmen, dass ihr ihren Schutz mit Magie fortlockt. Aber fürs Erste seid ihr froh über die zusätzlichen Soldaten. Bringen wir sie in den Einsatz. Okay, das heißt, ich habe jetzt hier eine Miliztruppe, ja? Ja, das ist einfach eine Soldatentruppe. Da können wir den Magier mit reinschicken. So, wir schicken das hier hin. Und den schicken wir damit rein. Und kann ich die auch wechseln? Vielleicht nicht. Und wenn wir dann die Goblins bekommen nächste Runde, dann tun wir die auch rein. Dann haben wir schon zwei Trupps. Ist das hier oben? Ach so, okay. So eine Forschung brauchen wir. Hilfe haben wir gemacht. Das brauchen wir jetzt. So. Todesmarsch, Sofortzauber. Wenn man sich nicht mehr um körperliche Schmerzen und Erschöpfung scheren muss, können Diener dazu gebracht werden, unauffällig zu marschieren. Es ist wahrscheinlich, dass sie weiter laufen können, aber das können wir uns noch nicht leisten. 120 Forschungspunkte? Alter. Okay, gut. Davon können wir uns doch gar nichts leisten. Das kommt erst, wenn wir noch zwei Untote erschaffen haben. Okay, ja. Ich glaube, ich warte noch diese Runde und dann gucke ich mal hier vorbei mit der neuen Magier-Truppe. Bergkupferader. Guck mal, jetzt haben wir hier Bergkupfer bekommen. Ah, guck mal. Verbunden. Ihr werdet spät nachts von einem Rütteln an der Tür geweckt. Vom Fenster aus könnt ihr eine Gestalt mit Kapuze sehen, die nervös den Weg zu eurem Turm beobachtet. Als sie euch sieht, winkt sie hektisch und ruft: Rasch öffnet das Tor im Namen eures Meisters. Sie sind hinter mir her. Ich öffne erstmal die Tür. Nachdem sie sich eigentlich durch die Tür geschoben hat und sie hinter sich verriegelt hat, sinkt die Person, ein Mann, an die Wand gelehnt zusammen und keucht. Ich bete, dass sie meine Spur nicht gefunden haben, sonst sind wir alle verloren. Er kommt langsam wieder zu Atem und schlägt seine Kapuze zurück. Er ist älter, als ihr gedacht hattet, und sein Bart beginnt bereits zu ergrauen. Entschuldigt, wo sind nur meine Manieren? Murmelt er. Ich weiß, wer ihr seid. Unser Meister sprach in den höchsten Tönen von euch, aber ihr fragt euch zweifellos, wer ich bin. So ist es. Ich bin Jonath. Ich habe unter eurem verstorbenen Meister die Kunst der Nekromantie studiert, sagt der Mann stolz. Hier ist der Beweis unserer gemeinsamen Arbeit. Erreicht euch einige dicht beschriebene Seiten, die Texte an vielen Stellen mit Notizen in der Handschrift eures Meisters versehen, beschäftigen sich mit der Vereinfachung der Erschaffung von Untoten. Jonath, der Nekromant. Dann sagt mir, was ist mit unserem Meister geschehen? Es ist zugegebenermaßen eine abenteuerliche Geschichte. Er setzt sich an den kleinen Tisch neben dem Eingang zum Turm. Wollt ihr, dass ich euch alles erzähle oder nur, was mit der Forschung unseres Meisters passiert ist, nachdem der Zirkel ihn erledigt hat?
Bringt zurück zum Ende, bitte. Es ist eine Tagesreise von hier. Nicht weit von dort liegt ein Turm, den die Truppen des Zirkels schon lange als Basis verwenden. Ich bin mir sicher, dass sie die Seiten mit der wertvollsten Forschung unseres Meisters dorthin gebracht haben. Es ist mir gelungen, ein paar der ehemaligen Diener unseres Meisters zu sammeln, aber unsere Truppen sind nicht stark genug, um es mit den Untergebenen des Zirkels aufzunehmen. Ich flehe euch an, bitte helft mir, das Erbe unseres Meisters zu bewahren. Ich biete euch sogar meine Dienste an, wenn ihr mir helft, seine Forschungsnotizen zurückzubekommen. Bitte, gemeinsam könnten wir die Truppen des Zirkels besiegen. Das Werk unseres Meisters muss bewahrt werden. Was haben wir jetzt hier? Pestbringer und Ghule. Forschung ist unbezahlbar, ich muss sie haben. Ach du Scheiße, was ist denn das für ein Vieh? Das ist ein feindlicher Trupp. Wenn er einen wertvollen Ort besetzt hat, wird er das Umland bewachen und gegen alle kämpfen, die zu nahe kommen. Ja. Und das ist gehörnte Bestie. Alles klar. So, das haben wir jetzt hier eingenommen. Allfeuer. Ah ja. Okay, wir bekommen also Alpha. So, jetzt will ich mal gucken, ob ich hier diese... Ach, guck mal, jetzt haben wir hier diese Truppen bekommen. Ach, guck mal, das ist eine feindliche Domäne, die jetzt hier... Die hat mein Goblin-Lager eingenommen. Da waren Truppen drin zur Rekrutierung. Hoho. Das ist ja frech. Lehrlinge und Helden sind einige der stärksten Einheiten im Spiel. In jedem Trupp ist ein Platz für sie reserviert, der die gesamte Kampfkraft deutlich erhöht. Beide können auch magische Artefakte bei sich tragen und auch selbst über mächtige Zauber verfügen. Lehrlinge sind darüber hinaus in der Lage, eine Loge zu bauen, die euren magischen Einfluss verbreitet und ringsrum eure Domäne erweitert. Das ist auch geil. Der ist jetzt hier schon drin, dieser Typ hier. Ja, der sollte natürlich die krasseren Einheiten bekommen. Wir haben hier Pestbringer, die sind natürlich mit 69 schon ziemlich gut. Wo ist eigentlich unsere Truppe mit den Skeletten? Hä? Ist sie jetzt einfach weg? Ich hatte doch noch eine Truppe mit Skeletten. Oder ist sie hier drin? Ah, hier ist sie. Guck mal. Okay, ja, da haben wir ja schon richtig ordentlich viele Trupps jetzt hier. Ja, das ist halt der Arbeiter, ne? Dann würde es ja Sinn machen, vielleicht nochmal einen Typen zu bauen hier. So, so. So. Und nur Ghule. Ah, ja, das ist nicht richtig. Das ist alles mit Leben hier, ne? Ah, ich bin gespannt, was es da noch so gibt. Turmstufe. Nächste Stufe bei 10. Okay. Gut, liebe Leute, wir sind jetzt 78 Minuten drin. Wir haben den Einstieg in die Story geschafft. Wir müssen die Forschungen unseres Meisters wiederfinden. Lasst mich gerne wissen, was ihr so als Ersteindruck von dem Spiel haltet. Schaut gerne mal auf der Steam-Seite vorbei, wenn euch das interessiert. Wie gesagt, der Link ist in der Videobeschreibung. Und ja, mal schauen, ob wir uns nochmal hiermit befassen und gucken, ob wir die Forschung unseres Meisters zurückholen und uns noch dieser gehörnten Bestie hier hinten stellen. So viel erstmal dazu. Ich danke euch fürs Zusehen. Danke auch an alle Kanalmitglieder für euren Support. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein. Euer Fister. Ciao.